Ja, also ich bin ja, gebürtiger Hamburger und nach ersten Studien in Hamburg und Hannover bin ich ans Royal College of Music in London zum Studieren gegangen, Klavierstudieren und war auch sehr glücklich in der Stadt, bis dann eben das Ergebnis des Referendums kam und ich auf einmal gezwungen war, mich zu entscheiden, will ich bleiben oder nicht. Und das hat mich jetzt wieder zurück nach Hamburg gebracht. Also mein nächstes Konzert in der Elbphilharmonie ist am 23. Februar und es ist passend zum großen Beethoven-Jahr. Ich spiele zwei Beethoven-Sonaten an dem Abend und zwei Stücke von Liszt. Liszt war eigentlich der größte Beethoven-Interpret des 19. Jahrhunderts. Und da versuche ich ein wenig diese zwei einander gegenüberzustellen. Also dass ich quasi in der ersten Hälfte Beethoven und Liszt spiele und in der zweiten Hälfte auch Beethoven und Liszt. Und auf der einen Seite diese Sehnsucht, die Romantik und aber auf der anderen Seite dann auch diese große Virtuosität, die ja beide irgendwo sehr entwickelt haben, vor allem in der Pianistik, darzustellen. Und ich denke, dass es ein sehr besonderer Abend wird.